B2.2. Brechen Sie die Längenstrecke AS, das Maß des Winkels MAS sowie das Volumen der Pyramide ABCS. Und die Ergebnisse sind angegeben: AS mit 13,45 cm, Winkel MAS mit 48,01 Grad und das Volumen ABCS mit 180 Kubikzentimeter. Also drei Dinge sollten berechnet werden: die Länge der Strecke AS, das Maß des Winkels MAS und das Volumen der Pyramide ABCS. Schritt 1: Wir wollen die Länge von AS berechnen. Dann schauen wir uns in der Zeichnung an, wo liegt die Strecke AS. Die ist hier zu finden. Jetzt suchen wir ein geeignetes Dreieck dazu. Ja, also wieder im Prinzip Dreiecksuche. Wir sehen sofort, das liegt im Dreieck AMS. Was kennen wir daraus? Einerseits wissen wir, das Ding ist rechtwinklig, das Dreieck, weil MS ist die Höhe von dieser Pyramide und steht damit senkrecht zur Grundfläche und damit auch senkrecht zu AM. Rechtwinklig, das heißt, es funktionieren Sinus, Cosinus, Tangens und Pythagoras. Zwei Strecken sind bekannt, nämlich AM und MS. Die dritte Strecke ist gesucht, also eigentlich klassisch Pythagoras. Kann man in der Formelsammlung wieder nachlesen. Ist jetzt bei mir hier gleich hier zu finden. Rechtwinkel Dreiecks, Satz des Pythagoras, a² plus b² gleich c². Oder etwas allgemeiner gehalten, die Länge der Kathete plus die Länge der Kathete ist gleich Kathetequadrat plus Kathetequadrat ist gleich Hypotenusequadrat oder kurze Seite Quadrat plus kurze Seite Quadrat ist gleich lange Seite zum Quadrat. Also kurze Seite ist in dem Fall AM mit 9 cm, weil wir erkennen sofort, gegenüber des rechten Winkels liegt die Hypotenuse, also AS ist die Hypotenuse und damit die längste Seite. Also AM² plus die andere kurze Seite ist die MS² ist gleich die lange, die Hypotenuse zum Quadrat. So, setzen wir die bekannten Größen ein. AM sind 9, also 9² plus MS sind 10, damit 10² ist gleich AS². Das kann man jetzt mit dem Solver lösen oder da AS schon alleine steht, müssen wir nur noch das hoch 2 wegbringen. Das schaffen wir mit der Quadratwurzel. Dann vertausche ich noch schnell die Seiten, damit ich mit AS beginnen kann. AS ist gleich Wurzel aus 9² plus 10². Das kann man jetzt ganz normal in den Taschenrechner eingeben. Und dann kommt raus für AS 13,45 cm. So, nächste Aufgabe. MAS ist gesucht. Dann gucken wir erst, wo der Winkel liegt. Der ist hier zu finden, MAS. Ja, gleiches Spiel wieder. Ich schaue nach, in welchem Dreieck liegt dieser Winkel MAS. Sehe ich sofort, es ist das gleiche Dreieck, nämlich AMS. Es sind alle drei Seiten bekannt. Die AS haben wir gerade ausgerechnet mit 13,45. Rechtwinklig, das heißt, funktionieren Sinus, Cosinus, Tangens, Pythagoras. Pythagoras fällt jetzt allerdings raus, weil damit brechen nur Strecken, keine Winkel. So, Sinus, Cosinus, Tangens kann ich jetzt alle drei ansetzen, da ich alle drei Seiten kenne. Man kann auch Sinussatz oder Cosinussatz noch benutzen, aber die sind meistens länger als Sinus, Cosinus und Tangens, deswegen beschränke ich mich auf die. Dann überlege ich mir, welche sind die schöneren Zahlen. Hier mit AM 9 und MS mit 10, das sind recht schöne Zahlen, also benutze ich die. So, der Winkel MAS ist gesucht, dann starte ich von dem aus meine Überlegung. Gegenüber liegt die Gegenkathete und an dem Winkel an liegt die Ankathete. So, Tangens ist wie folgt aufgebaut. Tangens von einem Winkel ist gleich Gegenkathete durch Ankathete. Das ist in manchen Formelsammlungen meistens so allgemein angegeben. Aber dann kann man rechts danach in der Zeichnung meistens schnell herausfinden, was ist die Strecke A, was ist die Strecke B dazu. Also, Tangens ist immer Gegenkathete durch Ankathete. Tangens vom Winkel MAS ist also gleich, die Gegenkathete ist die Strecke MS. Und die Ankathete ist die Strecke AM. So, bekannte Größen einsetzen. Tangenswinkel MAS ist gleich, MS waren 10, AM waren 9. Und jetzt muss ich noch den Tangens wegbringen, entweder in den Solver eingeben oder mit der Umkehrfunktion tan hoch minus 1 berechnen. Dann folgt daraus, Winkel MAS ist gleich tan hoch minus 1 von 10 geteilt durch 9. Das wieder in den Taschenrechner eingeben und dann kommen die 48,05
0,1 Grad raus, die gefordert sind und auch oben in der Aufgabe stehen. Zum Schluss noch das Volumen der Pyramide berechnen. So, dann schreibe ich es schnell auf. Volumen von A, B, C, S als eine Pyramide. Schauen wir uns eine Formelsammlung an. Wie lautet denn die Volumenformel von der Pyramide? Die ist bei mir hier zu finden. V ist gleich 1/3 mal G mal H. Also 1/3 mal Grundfläche mal Höhe. Gehen wir nochmal in die Skizze rein. Was haben wir schon alles? Wir kennen hier die Höhe MS. Die ist schon gegeben mit 10 cm. Als Grundfläche haben wir hier das Dreieck ABC, ein gleichschenkliges Dreieck, wissen wir aus der Angabe. Davon müssen wir jetzt noch die Fläche berechnen. Also gehen wir wieder hoch, suchen die Flächenformel vom Dreieck. Nur noch haben wir, finden wir hier. Ja, zwei Flächenformeln, 1/2 mal Grundseite mal Höhe der Grundseite oder 1/2 mal Seite, Seite mal Sinus eingeschlossener Winkel. Ein Winkel in diesem grünen Dreieck ABC kennen wir jetzt nicht, deswegen gucken wir uns die obere an, 1/2 mal Grundseite mal Höhe. Wenn wir BC als Grundseite wählen mit 12 cm, haben wir AM als Höhe dazu, also können wir sofort ansetzen mit 9 cm. Also 1/2 mal 12 mal 9. So, nochmal runter zur Pyramide. 1/3 mal Grundfläche ist jetzt 1/2 mal die Grundseite des Dreiecks, das war die Strecke BC, mal die Höhe des Dreiecks, das war die Strecke AM. Und dann nochmal die Höhe der Pyramide, MS. Ja, ich kann es mal so hinschreiben, das ist der Flächeninhalt vom Dreieck ABC. So, alle bekannten Größen einsetzen. 1/3 mal, Klammer auf, 1/2 mal BC waren 12, mal AM waren 9, Klammer zu, mal MS sind 10. Halt, schreiben wir gleich rein. So, eigentlich brauchen wir hier die runden Klammern nicht mehr, da es alles eine Multiplikation ist, kann man die weglassen. Und jetzt im Prinzip, so wie es da steht, in den Taschenrechner eintippen. Oder per Kopf rechnen, wer es lieber mag. Und dann kommt raus die 180 Kubikzentimeter.